Komm schon. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Ich glaube, ich mache ein Tor. Ich habe ein Tor gemacht. Ich habe ein Tor gemacht. Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem neuen Gaming-Setup-Video, Freunde. Heute werde ich eine Reaction machen auf die Ecke von Lasser und auf die Ecke von Crazy Summit. Bleibt bis zum Ende dran, denn ich werde in Zukunft nicht mehr so viel am Anfang quatschen, Freunde, damit wir viel mehr Videomaterial bzw. viel mehr Minuten auf das Video haben, als wie am Anfang auf meine Begrüßung. Ich grüße euch trotzdem alle herzlich und wünsche euch hier schon mal viel Spaß mit dem Video. Wenn wir zum Schluss noch ein bisschen Zeit haben, werde ich auf jeden Fall auch noch Rocket League spielen, Freunde. Let's go mit dem Video nach dem Intro. So, Freunde, wir beginnen mit der Ecke von Lasser, Freunde. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal links in der Ecke sehen, das von Lasser, das ist die Ecke, Freunde, sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Aber was ich mich die ganze Zeit frage ist, was ist das komische da unten in der Ecke, Freunde, dieses Silberne, das sieht ein bisschen aus wie so eine Gehhilfe, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist irgendwie das Einzige, worauf ich irgendwie hängen geblieben bin, keine Ahnung warum. Aber wir werden hier auf jeden Fall jetzt die Reaction auf die Ecke machen. Erster Eindruck sieht auf jeden Fall wirklich cool aus. Ich glaube sogar, der hat das gleiche Monitor, was ich auch habe. Einen AOC. Wir werden auf jeden Fall die States hier durchgehen. Ich guck mal hier kurz. Prozessor, Bildschirm 149. Okay, er hat nicht genau reingeschrieben, was das für ein Bildschirm ist. Aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Dieses Mousepad. Kenne ich selber von Saturn und so weiter. Aber ich habe da bei mir im Umkreis keinen gefunden. Ich brauche auch noch ein Mousepad für meinen. Sieht sehr, sehr schön aus. Gefällt mir. Die Tastatur gefällt mir auch. Der hat, soweit ich sehen kann, auch eine Razer, also ein Razer Headset. Werden wir aber gleich, ich werde hier gleich auf jeden Fall alles einblenden, was er alles hat. Und dann werden wir auch die Endsumme machen. Gemeinsam ausrechnen. Was mich auch sehr, sehr interessiert hat, ist dieses Mikrofon. Also so, dass das so auf Kopf steht. Das sieht irgendwie voll geil aus. Aber ich glaube, wenn ich das auf Kopf machen würde, dann wäre das so in meiner Fresse so ein bisschen. Aber die Cam und so, also alles in einem sieht sehr, sehr schön aus. PC kann ich leider nicht von hier wirklich sehen können. Aber ich glaube mal, das ist so ein Standardgehäuse. Also kein LED oder sonst was. Ja, ich würde sagen, Freunde, ich werde das jetzt ausrechnen. Ich blende euch jetzt ganz kurz ein, was er alles im PC hat und so weiter und so fort. Und dann, nach einer kleinen Unterbrechung, Freunde, werde ich euch die Endsumme sagen. Also mein erster Eindruck ist auf jeden Fall, sie sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Falls ihr auch der Meinung seid, Freunde, dann lasst gerne hier ein Like da, bewertet das Ganze. Ansonsten sehen wir uns gleich, wenn ich das ausgerechnet habe. So, meine Freunde, ich habe das jetzt ausgerechnet. Er hat mir ja auch geschrieben, meinte PC 1500 Euro. Ihr habt das ja auch selber gesehen. Also habe ich unten nur noch Bildschirm, Maus, Tastatur, Mauspad und Mikrofon ausgerechnet. Und dann haben wir eine Endsumme von 1974 Euro. Ist auf jeden Fall ist ein guter Preis, Freunde. Fast die 2000 hat er schon da investiert. Aber ich denke mal, er wird auf jeden Fall noch einiges da rein investieren. Meine Empfehlung wäre auf jeden Fall so hier so um den Tisch herum, vielleicht so ein paar LEDs und so. Das wäre auf jeden Fall richtig geil, würde richtig cool kommen. Ich würde sagen, Freunde, also das ist die Summe hier, 1974 Euro bei Lasser. Lasst eine Bewertung da, Freunde, ob ihr gedacht hättet, dass es wirklich so teuer ist. Man sieht immer so, vom Schein her sieht das immer nicht so teuer aus, aber fast 2000 Euro ist schon Batzen Geld, Freunde, vertraut mir. Hat mir auf jeden Fall ein Video geschickt. Das Video geht nur 25 Sekunden. Wir werden uns das Video jetzt gemeinsam angucken, Freunde, und dann werden wir das gemeinsam bewerten, so wie bei Lasser auch. Und dann werde ich das einblenden, Freunde, wie teuer seine Ecke ist, also sein System und so weiter. Und dann werden wir auch Rocket League spielen, Freunde. Ich würde sagen, let's go, Freunde. Lasst dem Video hier schon mal ein Like da, Freunde, würde mich mega freuen. Also mein erster Eindruck, Freunde, sieht wirklich cool aus. Ob ihr mir das glaubt oder nicht, Freunde, ich habe, glaube ich, den gleichen Lüfter, Freunde. Ich gucke ja gerade bei mir auch und die Farbe ändert sich von diesem Lüfter. Wirklich richtig geil. Ich habe mir auch ein neues Gehäuse und so bestellt, Freunde, und so weiter und so fort. Hier eine kleine Ding ist für meinen Kanal.
Sobald wir die 5000 Abonnenten auf diesem Kanal erreicht haben, Freunde, werde ich mein Zimmer zeigen, Freunde, und bleibt auf jeden Fall gespannt darauf. So, weiter geht's. Die Boxen gefallen mir auch, also von der Farbkombination her wirklich übertrieben geil. Wir gucken mal weiter. Da hat er auf jeden Fall noch seinen Controller, den er mit reingetan hat. Boah, das sieht richtig geil aus. Hier hat er drei Xbox One Controller, drei Stück. Boah, geil, Digga, geil. Ich glaube, der hier ist Gaming, ne? Also der ist komplett anders als wie die zwei hier. Könnt ihr mal reinschreiben, Freunde, falls ihr euch da irgendwie auskennt. Hey, was ist das für ein... Warte mal. Was ist das für ein... Hey, ist das ein Xbox... Dingens? Xbox-Kamera? Was ist das, Freunde? Ist das dieses Kinetic oder wie das heißt? Oder Kinect? Ich weiß nicht. Ich kenne mich da nicht aus, Freunde. Schreibt gerne rein. Er hat auf jeden Fall hier noch eine Xbox One, Freunde. Und oben drüber ist sowas Altes. Ich weiß nicht, was das ist. Hamed kann ja mal vielleicht reinschreiben, was das ist. Oder ihr. Hey, war das Video schon zu Ende? Kannst du noch nicht gewesen sein. Ach so, doch. Das Video ist zu Ende, okay. So, meine Freunde. Jetzt werde ich das hier einblenden, das von Summit, Freunde. Und dann machen wir die Ausrechnung. Bin gespannt. Er hat mir auf jeden Fall hier schon alles geschickt, wie die ganzen anderen Leute auch. Das ist aber sehr, sehr viel. Die Endsumme werde ich euch gleich sagen, Freunde. Vermutlich könnt ihr die jetzt schon sehen. Die Endsumme ist auf jeden Fall, deswegen werden wir das hier schon machen. Brauche ich auch gar nicht ausrechnen, was wirklich cool ist, was ich wirklich feiere. Die Endsumme ist auf jeden Fall 3583 Euro bei Summit. Auch heftige Summe, Freunde. Das ist wirklich mega, mega viel Geld. Wenn ich überlege, Freunde, ne, kann man sich für so einen Preis wirklich ein Auto kaufen. Einen fahrbaren Untersatz, Freunde. Ich habe damals meinen BMW E36 320i, was ihr teilweise alle gesehen habt auf Instagram, habe ich für 3500 gekauft. Überlegt mal, Digga. Schon Batzengeld. Aber wer eine gute Gaming-Ecke haben will, muss auf jeden Fall investieren, denn Qualität hat seinen Preis. Ich würde sagen, Freunde, das war's hier mit Summit. Ich werde jetzt ein bisschen Rocket League spielen, Freunde. Bleibt dran, bewertet das Video weiterhin. Ich danke euch, Freunde, hier schon mal. Ich danke den Summit und den Lasser, dass ich da die Reaction drauf machen durfte. Nach einer kleinen Unterbrechung, Freunde, sehen wir uns in Rocket League. Ich bin gespannt, denn das Spiel hat mich echt umgehauen. So, Freunde, ich bin jetzt hier in Rocket League. Ich spiele jetzt meine zweite Runde. Ich habe gestern auch mal kurz gespielt, gestern heruntergeladen. Ich bin auch hier in einer Online-Sitzung. Mal gucken, ob ich hier ein Tor schaffe, Freunde. Boah, ich habe überhaupt keinen Überblick, Digga. Mir wird schwindelig, ja? Wo ist der Ball, Digga? Ah, da vorne ist der Ball. Machen wir mal hier ein Tor, Freunde. Nein. Ah, wir haben ein Tor. Haben wir ein Tor gemacht oder haben die einen gemacht? Ich weiß nicht, Digga. Überspringen wir mal. Ah, die haben ein Tor gemacht. Jetzt müssen wir auch ein Tor machen, Freunde. Zack, rein damit. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Ey, Digga. Oh, Digga. Hä, was? Wie macht er diesen Salto? Wie hat er diesen Salto gemacht, Digga? 2-0, Digga. Oha, Digga. Die zerstören sich sogar, ja? Ich habe überhaupt keinen Überblick, Freunde. Überhaupt keinen Überblick. Okay, jetzt haben wir hier auch mal die Möglichkeit, den Ball wegzuschießen. Ah, okay. Anhand dieses Pfeils kann ich sehen, was Sache ist. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, geiles Game. Geiles Game. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Schaffen wir, schaffen wir. Okay, ich mache ein Tor, ich mache ein Tor, ich mache ein Tor. Oder auch nicht. What the fuck? Ach so, man kann auch springen. Okay. Das erklärt einiges. Man kann auch springen. Alles klar. Ich mache Eigentor, ich Idiot, Digga. Ich habe ein Eigentor gemacht. Ich bin so ein... Oh mein Gott, wie lost bin ich? 3-0, Freunde. Eigentlich einfach wegen meiner Dummheit. Wegen meiner Dummheit. Oha, Digga. Man kann auch Autos tunen, Freunde, ne? Man kann auch Autos tunen. Boah, wir verlieren, Digga. Guck mal, er macht wieder ein Tor, Digga. Oder auch nicht? Ich habe ja auch gehört, das Spiel soll schwer sein, Freunde. Komm schon. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann.
Ich glaube, ich mache ein Tor. Ich habe ein Tor gemacht. Ich habe ein Tor gemacht. Geil. 3-1. Ja, ich bin der Beste, Digga. Ohne mich würdet ihr das niemals schaffen. Komm schon. Okay. Ich habe ja von einigen gehört, dass das Spiel auch sehr, sehr schwer... Ey, wo ist unser Torwart, Digga? Komm schon, weg damit. Weg mit dem Ball. Das ist das Wichtigste überhaupt. Der Ball muss weg, der Ball muss weg, der Ball muss weg. Ja, 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 ja. Ich mache ein Tor, ich mache ein Tor. Nein! Ich mache ein Tor, ich mache ein Tor. Guck mal, während die so alle jumpen, mache ich den schlauen Fuchs, Freunde. Ich warte mal genau darauf. Weg mit dem Ball, Digga. Der Ball muss weg. Wenn er jetzt so reingeht, ne, wäre das OP, Digga. Ist ein mega geiles Spiel, Freunde. Ich kann mir vorstellen, das im Stream zu spielen. Hättet ihr Bock darauf, dass wir das mal in einem Livestream spielen, Freunde? Hätte ich übertrieben Bock drauf. Muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Ich muss sehr, sehr aufpassen. Oh, 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 weg damit. Oh, weg mit dem Ball. Scheiße, okay, ich muss sagen, mein Team ist nicht das beste Team, Freunde. Ich bin der Einzige, der ein Tor gemacht hat. Keine Ahnung, warum die anderen hier nichts machen. Belassen, aber der hat auch ein geiles Tor gemacht. Muss man ihm echt lassen, Freunde. Ich gönne ihm das. Ich gönne ihm das vom Herzen. Ey, dieser Wilson, ne? Der ist gut, Digga. Der spielt echt gut. Ja, Mann, habt ihr gut gemacht. Ja, super, 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 super. Komm, 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 komm. Ey, what the fuck? Komm schon, Digga, komm schon. Leute, kommt. Man kann doch irgendwie Special Moves machen, aber ich weiß noch nicht, wie das geht. Ich habe gar nicht erwähnt vorhin, dass ich ein neues Headset habe. Ich bin voll in meinem Game, Digga. Ja, Bruder, nicht mich, Digga. Angel. Was ist mit dir verkehrt? Oder was ist mit euch verkehrt, Digga? Ja, Mann, Musti macht das Ding. Musti macht das Ding. Musti macht das Ding. Oh, nein. Noch eine Minute. Ja, ich glaube, wir werden diese Runde nicht gewinnen, Freunde. Leider. Nein. So, meine Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, Freunde, am Anfang bei der Reaction. Und zum Schluss auch bei diesem Spiel Rocket League. Ist ein gutes Spiel, Freunde, macht wirklich Laune. Wir haben auch ein Tor gemacht. Zum Schluss haben wir leider 6-1 verloren. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß bei dem Video, Freunde. Falls ihr Spaß an dem Video hattet, dann lasst dem Video doch einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal, falls ihr mehr dieser Art Content sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zu einem nächsten Video oder zu einem nächsten Livestream. Bleibt gesund. Haut rein.